ich habe gedacht, dass mein Schützer war Batman. Ich glaube, er war echt und er beschützt mich. Paul bekommt aber Probleme, als er vor 3 Jahren nach Hamburg zieht. Neue Kultur, komplizierte Sprache. Lange schlägt er sich mit nur wenigen Wörtern durchs neue Leben. Bier, Bratwurst, Wurst. Dabei will er nur eins. Ich will meine neue Heimat lieben, wie ich liebe Amerika. Aber es gibt vieles, was den US-Veteranen am strengen Deutschland irritiert. Auch seine Frau Hilke kann ihm nicht alle Fragen beantworten. Warum ist dieses nicht erlaubt? Warum braucht man für jenes eine Erlaubnis? Warum braucht man hier einen Waffenschein? Bei seinem Versuch, Deutschland zu verstehen, entdeckt Paul dann etwas Ungeheuerliches in seinen Comics. Der Deutsche in Comics ist immer der Böse. Immer. Ich verstehe ja, dass es durch den Zweiten Weltkrieg viel Stoff dazu gibt, aber das ist 70 Jahre her. Die Kinder von heute brauchen kein Comic, das ihnen sagt, mein Volk ist böse, weil ich Deutsch bin. Das ist Mist. Inspiriert von Captain America macht sich Paul ans Werk. Seine Vision, der erste gute deutsche Comicheld. In liebevoller Kleinarbeit und nach einigen Kostümierungsversuchen ist er geboren. Super Z. Z wie Zukunft Energie Testtyp oder wahlweise Zukunft Technologie Eisen Teuton. Ich bin Super Z, der Beschützer von Deutschland. Der Beschützer von Deutschland hat nur ein Problem. Niemand kennt ihn. 6 Crowdfunding-Versuche für ein erstes Comicbuch, alle erfolglos. Seine Anhängerschaft sehr überschaubar. Doch das soll sich jetzt ändern. Auf seiner Original-Harley-Davidson will sich der neue deutsche Superheld der Welt präsentieren. Wenn da nur nicht das rutschige norddeutsche Herbstlaub wäre. Aber so schnell gibt ein echter Superheld natürlich nicht auf, denn Deutschland soll nun endlich seinen neuen Beschützer kennenlernen. Moin. Leider scheint niemand auf ihn gewartet zu haben. So. Interessant. Ich will einen Superhelden für Deutschland machen, so das ist... Danke. Bitteschön. Und manchmal sie sagen, ich bin verrückt ein bisschen, aber wir sind alle verrückt, oder? Ja, hübsch aus. Danke. Zumindest Pauls Ehefrau ist begeistert von seinen Bemühungen. Er kommt besser zurecht, seit er das macht. Kein Superheld ohne Superkräfte. Ein bisschen angeben muss jetzt sein. Ich finde gut. Kann ich nach Hause bitte? Das Eis ist gebrochen. Eine neue, bessere Welt ist möglich. Super Z. Ein Amerikaner, der äußerst integrationsfähig scheint und zutiefst überzeugt ist, dass Deutschland einen Superhelden braucht. Jetzt würde ich gerne hier mit.